Schönen guten Tag zusammen. Heute geht es wieder um den Civic, neuer kleiner Teil von der Reihe. Muss kurz dazu sagen, wir haben inzwischen das Takeda Intake wieder ausgebaut und eine Venturi eingebaut, einfach um legal unterwegs zu sein, weil die Venturi ist das einzige Ansaugsystem, was man legal fahren darf, zusammen mit anderen Abgasanlagen, das heißt, es ist nur ein Engine-Dämpfer oder eine ganze Abgasanlage. Ich war heute Morgen schon bei der Zulassungsstelle, habe alles soweit eintragen lassen. Jetzt ist das Auto 100% legal unterwegs. Selbst die schwarzen Peppers sind runter. Da haben wir nämlich Probleme gehabt am Freitag, am Karfreitag. Es wurde nichts bemängelt, aber man hat uns gebeten, die schwarzen Pepper runterzumachen, weil es eine Grauzone ist. Es ist nicht legal und es ist nicht illegal. Langes Thema, brauchen wir nicht drüber reden. Was wir heute machen ist, ich habe jetzt die Miltic ECE-Anlage noch dran mit Serien-Downpipe. Jetzt habe ich allerdings von Miltic eine andere Downpipe bestellt. Die ist jetzt auch da. Auf die Maße gehen wir später ein, wenn ich in der Werkstatt bin. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, wie sich die ECE-Anlage ab Cut und warm gefahren anhört. Die ist noch nicht lange drin, das ist vielleicht 800 Kilometer drin, nämlich einmal Nürburgring hin und zurück. Aber einfach mal, um den Unterschied zu hören, was eine Downpipe macht am Klangbild und an der Lautstärke. Das wollen wir uns jetzt mal anhören. So, wie ich vorher schon gesagt habe, haben wir hier die Venturi eingebaut gehabt. Sieht so aus. Besteht aus Vollcarbon, hat eine Seriennummer, die mit Teilunggutachten abgeglichen ist. Heißt, auf dem Teilunggutachten steht ein Hologramm mit der Nummer. Und auf dem Gehäuse muss es auch verklebt sein. Muss man selber machen, macht nicht der Hersteller. Die Venturi hat hier so einen Ansaugschlauch mit dabei. Da blende ich gleich noch ein paar Detailbilder ein. Dieser Ansaugschlauch war früher nicht dabei. Also bis Januar, Februar 2019 war es eben noch so, dass da nur so ein kleiner Silikonverbinder auf das originale Plastikstück von Honda war. Jetzt inzwischen ist ein kompletter Ansaugschlauch bis zum Ansaugrohr dabei. Erstmal mache ich jetzt aber nichts an der Ansaugung rum, weil es ist alles noch knalle heiß. Wir haben gerade 27 Grad draußen und das im April. Wir haben jetzt heute den 23. April. Den 23. April. Und es ist einfach schweineheiß. Ich habe ein gemütliches Shirt, eine kurze Hose und mir ist warm wie Wolle. So, mit der Downpipe brauchen wir auch natürlich ein bisschen Zubehör, damit die Downpipe sauber sitzen kann. Und damit alles funktioniert, haben wir hier zum Beispiel noch ein Verlängerungskabel für die Nachcut-Lambda, die ja eigentlich ein bisschen ziemlich weit oben sitzt und nachher mit der Miltic Downpipe nach unten wandert. Deswegen brauchen wir das Verlängerungsstück, damit wir nachher überhaupt dieses Kabel da runter bekommen. Bei Original sind die Lambda-Kabel nur so lang. Ist ja klar, wenn die Downpipe vorne sitzt und die Stecker unten sind. Ansonsten haben wir jetzt hier noch drei Bolts mit dabei, mit Muttern. Die ersetzen nachher einfach unsere drei Muttern, die wir ja vorher drin hatten. Das zeige ich euch aber nachher. Originale Downpipe, Stolpolze gerade noch schnell rausgehoben, wenn ich einem Kollegen geholfen habe. Ungefähr eine Stunde habe ich jetzt gebraucht, das ganze Ding rauszufriemeln. Es hat ein bisschen gebraucht, bis alles abgekühlt war, weil der Cut hält wesentlich länger die Temperatur als alle anderen Materialien drumherum. Lambda-Sonde oben ist auch ein ganz interessantes Bauteil gewesen, denn ich habe noch nie so eine kurze Lambda-Sonde gesehen, erst recht nicht mit so einem schweren Gesundheit. So, jetzt auch mal ganz kurz. Das ist echt mini. Ich meine, was hat man da sich gedacht? Das ist drei Finger breit, genau wie das Zwischenrohr, was wir unten über die Achse drüber hatten. Gut, der Cut-Eingang, das dürfte auch 3,5 Zoll sein, sind wir bei der Miltic, aber... So, hier sieht man jetzt mal beide Downpipes im Vergleich. Die Miltic hat da, wo die Originale hier so einen Knick hat, hat sie ein schönes Gussteil, was dann später mit dem Cut-Flansch verschweißt wird, mit dem Konus. Da ist ein Miltic-Plättchen auch noch mit drauf. So, was das Coole an der Miltic-Downpipe ist, wir haben hier und da unten Gewinde für diese originalen Hitzeschutzbleche und für das, was da hinten liegt. So haben wir das Problem nachher nicht, dass es nur diese nackte Downpipe im Motorraum gibt, sondern eben auch noch die verschiedenen Hitzeschutzbleche. So, die Miltic Downpipe ist jetzt verbaut, wir haben ca. 2 Stunden gebraucht. Was aber klanglich ging, ist schon gar nicht schlecht. Ihr seht jetzt gleich einen Soundcheck von ECE-Anlage ab Cut und ECE-Anlage ab Turbo. Und das Klangbild ist eigentlich ganz interessant. Die Lautstärke ändert sich jetzt nicht unbedingt, es wird aber ein anderes Klangbild. Wir haben beobachtet, dass es bei der Miltic ECE oft dazu kommt, dass es faucht. Liegt einfach an der Bauweise von der Miltic mit dem Reflexions-Endschalldämpfer. Das faucht eben. Zusammen mit der Serien-Downpipe ist es nochmal eben fauchender und
Ja, mit der Miltec Downpipe ist es eben ein bisschen was anderes. Man hört mehr Motorklang anstatt dieses Fauchen, was man sonst immer gehört hat. So, genug geschwafelt für heute, fertig für heute. Jetzt noch was Kleines. Und zwar, wir haben ja keine eigene Werkstatt. Deshalb sieht man im Hintergrund, wo wir eigentlich immer arbeiten. Wir arbeiten in der V&M-Mietwerkstatt in Sondelfingen. Sind geile Jungs, die helfen uns bei jedem Scheiß. Ich find's hier geil. Hier kann man für ein paar Euro auf eine Hebebühne mit vollem Werkzeug, Unterstützung und Tatkraft. Kommt ruhig mal vorbei. Vielleicht sind wir auch gerade da und machen irgendwas. Also, Soundcheck.